Bewegte Kinder lieben Wiederholungen. Viele Eltern können ein Lied davon singen. Wenn Kinder ein Lied mögen, dann wollen sie es immer wieder hören. Wenn sie ein Bilderbuch lieben, dann soll es immer wieder vorgelesen werden. Und deshalb haben wir mit Im Kakadu ein Lied geschaffen, das dieser Wiederholungslust von Kindern gerecht wird. Das bedeutet, dass von Strophe zu Strophe immer wieder eine neue Bewegung kommt, aber die alte Bewegung, also aus der vorherigen Strophe, wiederholt wird. So können Kinder kindgemäß ganz langsam und dann auch mit Merkerfolg diese Strophen lernen. Beim Vormachen spreche ich den Text zuerst, damit Kinder erstmal die Begrifflichkeit aufnehmen und den Text verstehen. Die Hüfte dreht sich immer zu. Dann kann ich die Kinder fragen, wisst ihr denn, wo die Hüfte ist? Da können ganz lustige Sachen dabei rauskommen, vielleicht so oder so. Aber letztendlich zeige ich es den Kindern und lege die Hände auf die Hüfte. Und jetzt dreht sich die Hüfte. Und da ist es, glaube ich, ganz entscheidend. Ich achte darauf, dass alle Kinder irgendwann die Hüfte drehen. So, genau, dreht sich immer zu. Dann kommt die zweite Strophe. Die Hände hoch sind auch dabei. Und da kann ich dann vorher fragen, und habt ihr alle eure Hände mitgebracht? Ja, rufen dann die Kinder und haben dann sofort auch viel mehr Freude an diesem Lied. Und dann heben wir alle die Hände hoch. Und ich warte, bis das letzte Kind auch beide Hände hochgehoben hat, damit es nicht frustriert ist, weil es noch nicht das kann, was die anderen können. So, und irgendwann wird das Lied gesungen. In Kakadu, da tanzen alle Menschen, da lachen sie und freuen sich und das geht so. Die Hüfte dreht sich immer zu, egal wo auf der Welt, weil's jedem gut gefällt. In Ratzefatz, da tanzen alle Menschen, da lachen sie und freuen sich und das geht so. Die Hüfte dreht sich immer zu, die Hände hoch sind auch dabei, egal wo auf der Welt.